herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr reingeklickt habt. Und wie ihr schon natürlich der Überschrift entnehmen könnt, habe ich heute einen MAC Pencil Fail für euch. Tatsächlich, ich hab einen MAC Pencil in meiner Sammlung, von dem ich bereue, dass ich ihn mir gekauft habe. Vielleicht habt ihr auch mein Top 5 MAC Make-up Pencil Video, das war kein ordentliches Deutsch, aber egal, gesehen. Da erzähle ich euch ja von meinen Top 5 MAC Pencil und heute eben ein Fail Pencil. Und handelt sich um den MAC 187er, der wohl weltweit bekannte Stinktierpinsel von MAC. Und wenn ihr jetzt diesen Pinsel liebt, dann schlagt ihr jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Sorry, dann ist ja okay. Vielleicht hinterlasst ihr mir den Kommentar, für was ihr den benutzt. Oder vielleicht mache ich ja auch irgendwas falsch. Aber ich komme mit diesem Pinsel nicht klar. Und ich hole einmal ganz kurz aus. Als ich mir den damals gekauft habe, als ich halt angefangen habe, ich habe das in meinem anderen Video schon gesagt, 2019, als ich da mich wirklich damit beschäftigt habe, war dieser Pinsel absolut gehypt von vielen großen amerikanischen YouTubern als der Foundation-Pinsel schlechthin. Zaubert ein Airbrush-Finish, arbeitet die Foundation total natürlich ein und muss der absolute Hammer-Pinsel, nichts geht über diesen Pinsel sein. Und als ich natürlich damals in Amerika die Möglichkeit hatte, günstiger an die Pinsel ranzukommen, habe ich mir die natürlich auch gekauft. Gott sei Dank habe ich mir wenigstens da gekauft und jetzt zum Preis hier in Deutschland. Und ja, war voller Vorfreude und habe versucht, meine Flüssig-Foundation mit einzuarbeiten. Und es wurde kein Airbrush-Finish. Es hat ewig gedauert, bis ich das eingearbeitet hatte. Es wurde streifig, es wurde... Oh, nee, also... Ich finde, als Pinsel für Foundation zum Einarbeiten ist dieser Pinsel für mich komplett ungeeignet. Ich meine, er ist recht weich, ne? Also er... Guck mal, wie soll ich denn hier damit Foundation irgendwie einarbeiten? Also, weiß ich nicht. Ich brauche da einfach mehr Widerstand. Ich habe zum Beispiel zum Vergleich den 104 von Zoeva, einen Bufferpinsel. Mit sowas möchte ich meine Foundation einarbeiten, ja? Da kann ich auch so... Stippeln oder wie man das nennt. Klar, das sollte man hier damit auch, aber dann gibt es trotzdem, finde ich, viel zu viel nach. Also das lag drauf wie eine Schicht. Ich habe den ein paar Mal benutzt und dann dachte ich mir, nee, also das kann es nicht sein. Das sieht ja schrecklich aus. Und ich finde auch, dass dieser Pinsel viel zu viel Produkt verschwendet. Der nimmt, also ich bin jemand, ich gebe es entweder auf meinen Handrücken und nehme es dann auf oder gerne auch ins Gesicht, schon diese Tupfen, ne, und arbeite es dann ein. Und ich hatte das Gefühl, dieser Pinsel saugt die Foundation auf und gibt die aber auch nicht mehr frei. Also die sitzt da in den Tiefen dieses Pinsels, aber nicht in meinem Gesicht. Ja, man braucht wahnsinnig viel Produkt, was natürlich vielleicht auch gerade bei einer teuren Foundation ein bisschen doof ist, weil ich dann einfach nur im Pinsel hängt. Und ja, wie gesagt, viel zu wenig Widerstand. Ich kann damit keine Foundation einarbeiten. Ich habe es dann auch noch mit diversen anderen Sachen probiert. Ich habe es mit Mineralized Foundation versucht. Ich habe sogar Blush versucht, damit einzuarbeiten. Aber auch das, ich weiß nicht, ich finde keine sinnvolle Verwendung für diesen Pinsel und ich bereue wirklich den Kauf, weil der ist schweineteuer war. Wie gesagt, wenigstens habe ich ihn mir in den USA gekauft. Nee, also ich kann von diesem Pinsel nur abraten. Wie gesagt, wenn ihr den toll findet, dann bitte hinterlasst mir einen Kommentar. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Mag ja auch sein, ne? Ich meine, ich bin ja hier nicht, ich bin kein professioneller Make-up-Artist. Ich bin einfach nur eine Frau, die Make-up liebt. Vielleicht mache ich was falsch. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Aber ich sehe keinen Sinn in diesem Pinsel. Und falls ihr überlegt, euch diesen Pinsel irgendwie zu holen, überlegt es euch zweimal. Es gibt wirklich bessere Pinsel. Ich kann definitiv diesen Pinsel nicht empfehlen. Für mich ist der verwendungslos irgendwie. Also der liegt in meiner Sammlung und liegt und liegt und liegt. Und ja, das ist jetzt quasi ein Anti-Mac-Pinsel-Video. Ja, vielleicht, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Also wie gesagt, überlegt es euch wirklich gut. Ich kann ihn nicht empfehlen und vielleicht konnte ich euch jetzt damit weiterhelfen und euch auch von einem Fehlkauf bewahren. Glaubt nicht alles, was ihr in Videos seht und hört.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.